Hallo und herzlich willkommen auf dem Crewdeck wieder, der Ishimura. Und wir laufen jetzt zum Schlafblock C. Ich hoffe... Oh, guck mal, wer da ist. Eigentlich wollte ich dich jetzt gar nicht so... Na? Nochmal? Na, klappt das? Na, ich glaube, das klappt jetzt nicht mehr. Schade. Im zweiten Teil klappt das sehr, sehr gut. Dann kann man diese ganzen, auch solche Besen, die werden dann so ausgerichtet, die kann man dann sehr gut als Art, als so eine Art Speer werfen und sie dann richtig alle, ja, wie soll ich sagen, durchlöchern. Was habe ich bekommen? Ah, Munition, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den hätte wirklich erledigen müssen. Vielleicht wäre er da einfach verschwunden. Aber es hätte auch sein können, dass er wiedergekommen ist. Oh, jetzt kommt das Nette. Es ist Gottes Werk. Einiges fantastischer. Wir haben auf dem Planeten hinter uns einen Marker gefunden. Das ist schon gefaltet. Und dass wir seine Erben sind? Wir werden auferstehen. Alles, woran wir glauben, wird wahr. Unitology ist die Wahrheit. Und ihr Tod ist nur die erste Phase. Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Ich weiß nicht genau, was es jetzt für ein Raum sein soll. Gehirnwäscheraum oder so. Also, diese lustige Meldung, die wird uns jetzt noch eine Zeit lang begleiten. Denn so schnell werden wir das nicht los. In meinem Kopf ist immer noch die englische Variante. Hoppala, das wollte ich gar nicht. Die englische Variante ist immer noch in meinem Kopf. Ich kann sie schon fast auswendig. So oft bin ich da schon lang gegangen. Hier auch der letzte Grafikfehler. Da. Jetzt sehe ich den. Da sehe ich das Video durch die Tür durch. Naja, das kann halt passieren. Ich glaube, hier ist der Fehler auch. Wenn ich durch diesen Raum gehe, sehe ich das auch. Oder? Ah, nee. Nee, aber ich höre es immer noch. So, und hier, wie gesagt, hier ist der Raum mit dem Energieknoten. Ah. Sehr schön, sehr viel Munition. Brauche ich alles. Wie viel habe ich hier? Okay, ich mache das jetzt mal so. Ich habe einen großen bekommen. Ich werde jetzt mal... ich bin gerade im Überlegen, wie ich das am besten mache. Ich lasse jetzt auch mal dieses große Medikit, lasse ich auch mal hier unten. Ich hätte jetzt auch ein bisschen auf ein Medipack, mindestens ein mittleres gehofft. Hätte mir geholfen, leider. Obwohl es nur ein großes, und das große, das bringt mir nicht so viel. Das war ein lustiges kleines Spielchen. Kojen schieben. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, das alles so aufzubauen. Oh, was war denn das eigentlich nochmal? Energieknoten? Genau, jetzt muss ich wieder zurück machen hier. Ah, komm. Das ist alles ein bisschen nervig. So, komm. Das mache ich jetzt mal nur so, damit dass ich auch wirklich nur durchkomme. Okay. Wer den Level kennt, weiß warum. Warum ich das jetzt gemacht habe. Ich bin gerade immer überlegen, ob sie auch in der normalen deutschen Version einen Kopf hatte oder so. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass sie einen Verband drum hatte. Ha, ist ein bisschen merkwürdig. Okay, ein Medikit habe ich tatsächlich noch bekommen. Das ist sehr gut.
Das werde ich nämlich jetzt brauchen, wenn ich die letzte, übrigens, da ist das Video, Navigationskarte aufhebe. Ich laufe jetzt schon mal vor. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie Oh, da ist er schon. So. Und sobald ich den jetzt so habe, hoffentlich sollte das jetzt alles, sollte er jetzt nämlich nicht mehr hier durchkommen. Und ich habe so ein bisschen Zeit, alles zu arrangieren. Es gibt noch eine Variante, wo der echt durchknallt. Also wo der echt durch die Wohnung durchkommt. Komm schon, jetzt muss ich ein bisschen hart kämpfen. Das ist jetzt ein bisschen hart. Komm, mach auf. Muss ich genau aufpassen, dass mich nichts jetzt von hinten überrascht, weil ich bin nicht so flott hier. Mach schon. Ah, genau jetzt machst du es, ne? Arschloch. Komm schon, komm. Ich werd verrückt. So, wo ist der letzte? Jetzt stirb. Und du bleibst auch unten. Das gibt's ja alles hier nicht. Ich stecke fest. Komm her. Oh, du nicht. Okay. Wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen Sie zu mir in den Bereich. Die Tür ist offen. Beeilen Sie sich. Isaac, du solltest Dr. Kall mit Vorsicht genießen. Ein Großteil der Sachen, die ich bisher herausgefunden habe, stammt aus seinen Aufzeichnungen. Der Mann ist total irre. Aber trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden. Sehr schön. Gut, diesen finalen, naja, das heißt finalen Kampf. Diesen phänomenalen Kampf drückt mir mal so aus. Haben wir doch ganz gut überstanden. Musik spielt im Hintergrund, wir sind sicher. Wir können wieder unser alles verkaufen. Haben eigentlich so ziemlich alles mitgenommen. Ich habe eins gesehen, das ich vergessen habe. Ein Kasten aufzumachen, oder wie ich auch immer nennen soll. Ich weiß, dass ich nochmal gleich hier langkommen werde. Daher werde ich mich erstmal mit Plasma-Cutter Plasma-Energie machen. 2 Medipacks. Und damit machen wir uns dann wieder weiter auf zum nächsten Teil. Ah. Okay. So, jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Jetzt geht wieder was zum Zuhören. Das ist Dr. Kain. Ich wusste, dass du das Richtige tun würdest. Ich wusste es. Ich liebe dich so sehr. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Sie haben es geschafft. Ich habe Ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass Sie das Windschuttle reparieren und von hier weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Hab versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich, aber sie wissen nicht, was hier passiert ist, was entfesselt wurde.
Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie genau hin! Das ist es, was wir im Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm! Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf dem Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein! Es tut mir so unendlich leid, Emilia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen. Können wir es beenden? Für alle Zeiten. Okay. So, jetzt erstmal hier ein bisschen. Ah, das nehme ich noch nicht mit. Ich komme gleich nochmal hier lang. Der steht auch einfach nur da rum. Ich finde es gleich witzig, wenn ich nämlich das Shuttle gleich hole. Irgendwie schafft er es, an mir vorbeizukommen, in den Shuttle rein, ohne auf irgendwelche Nekromorphen zu kommen. Das kriegen alle Charaktere übrigens hin. Wenn sie sagen, sie laufen irgendwo hin, schaffen sie das immer, ohne einen Nekromorph zu begegnen. Ich glaube, die Namen standen hier irgendwo hin, oder? Nee. Schade auch. Hier sind wir im Schlafblock. Da rennen wir jetzt einfach mal rein. Einfach keine Angst haben. Ich konnte mich gar nicht mehr so erinnern, dass es so viele waren. Oh oh, habe ich den im Bauch geschossen? Ich hoffe nicht. Das ist auch sehr laut hier. Oh meine Güte. Wenn sie krabbeln, sind sie nicht mehr ganz so schlimm. So, der krabbelt auch. Noch einer, der läuft. Komm. So, jetzt sind sie nicht mehr ganz so schlimm, wenn sie krabbeln. Es ist halt nur noch sehr laut. Ich glaube, eigentlich einen erwischt jetzt. Oh. Der war jetzt sehr nah, habe ich gerade so im... Einer ist tot. Der wird jetzt nur noch ein bisschen herumgestoßen. Na? Oder? Ist der jetzt tot oder nicht? Ah doch, der ist doch tot, oder? Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwo festhänge gleich. Ah, sind wir kein... Ich habe irgendwie nie so die richtige Position. Er hat nie so richtige Position zu schießen, ohne dass ich keinen in den Bauch treffe. So, jetzt haben wir noch zwei Stück. Ja, es sollte jetzt nur noch ein einziger sein, ne? Oder? Lebt er auch noch? Oh, das war knapp, glaube ich. Ein Punkt vor Bauch schießen. Ein sehr schöner Sprung. Von unserem schwangeren Nekromorphen durchgeführt. Und das war's. Aber jetzt mal hier ein bisschen rumkicken. Schwangere Nekromorphen kicken. So. Gut. Puh. Jetzt kann man diese Stille mal so ein bisschen genießen. Meine Güte, sind das Fettklöpse, ne? Jetzt hört man auch wieder das nette Flüstern. Oh, hier sind auch irgendwo immer was. Oh, siehst du? Flammenwerfer. Munition. Genau das, was ich natürlich brauche. Hier ist auch irgendwo noch irgendwas Dickes. Irgendwie so ein Halbleiter. Irgendwo versteckt. Ich weiß gar nicht mehr genau wo. Ah. Aber irgendwo hinter einem Bett oder sowas war das. Oh, mach hier alles hier kaputt. Ah, ich
euch habe ich jetzt echt keine Lust. Ich wusste, dass die jetzt irgendwo drin waren. Ich wusste noch nicht mehr wie. Wo? Wie? Aber ich hatte jetzt echt keine Lust, mich mit denen hier rumzuschlagen. Ah, ich glaube, hier war's. Guck mal, lustiges Bild der Ishimura. Nee. Ha. Da ist nur ein Textblock. Oh, das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges in puncto Unitology-Kirche. Ah, nee, das Schiff wird von verdammten Unis befehligt. Bisher bekannte Unis, also Unitologen. Ah, sieht man den Dr. Kain, Dr. Mercer sind hier drinne. Und die restlichen sind eher. Ja, die Namen habe ich bisher noch nicht gehört. Also nur eigentlich Kain und Mercer sind jetzt die wichtigen beiden Namen, die auf der Liste sind. Und da müsste jetzt der besagte Halbleiter hier sein. Ah, noch ein Textlog? Audiolog. Ah, okay. Persönliches Logbuch des Captain. Da. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kain, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortmann sei gepriesen. Jetzt geht's halt weiter. Ja, die ganze Geschichte mit der Religion, Unitology, da geht im zweiten Teil noch, gehen sie noch tiefer drauf ein. Der zweite Teil hat eigentlich fast nur was mit der ganzen Religion alles zu tun. Das ist übrigens das Shuttle, das kaputt ist. Oh, wieder mal Sachen, die ich nicht brauche. Erstmal alles schön einsammeln hier, was hier rumliegt. Das sollte immer die erste Priorität sein. Alles einsammeln. Weil vielleicht kommt man später nicht mehr dazu. Okay. Hier hat man auch später noch genug Gelegenheiten, wenn alles vorbei ist. Aber manchmal geht das halt nicht. So. Oh, noch ein großer. Den kann ich gar nicht mehr nehmen, ne? Ah. Okay, dann packe ich jetzt diese Strahlmunition, weil ich habe da hinten auch noch was abgeworfen. Aber, naja, gehe ich da jetzt ganz normal hinten hin? Na gut, mache ich es auch nochmal. Mache ich es ein bisschen ordentlicher. Werfe ich das jetzt auch mal hier ab. So, das hier. Genau. Die Medikits lasse ich mal drinne. Behalte ich alle jetzt erstmal. Wer weiß, ne? Wer den Level kennt, weiß warum ich das alles behalte. Okay, da ist nur noch, wie gesagt, da hinten ist zwar noch ein großer, aber da habe ich gleich noch Gelegenheit genug. Jetzt muss ich erstmal diese Navigationskarten einsetzen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir den kommen sehen, oder... Ich glaube nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht jetzt, ob ich ihn warten soll, aber ich glaube... das zeigt mir bestimmt was anderes hin. Ich weiß gar nicht mehr. Nee. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Irgendwann ist er irgendwie auf einmal da. Wobei ich das sehr merkwürdig finde. Ich meine, im Englischen sagt er nämlich... Ich
meine, im Englischen sagt er nämlich, dass ich jetzt noch was anderes machen muss. Warum macht er das hier nicht? Ah, nee, warte mal. Ah, ich benutze das immer so selten. Hier steht da. Shuttle-Antrieb testhalber zünden. Ich meine nämlich, im englischen Original sagt er das, dass ich das machen soll. Hier macht er das gar nicht. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Das ist ganz wichtig, dass man das hier sieht. Hallo? So, du bleibst erstmal da liegen. Das war aber noch nicht alles. Oh. Das war nämlich auch das andere. Oje. Wo bin ich denn hier? Habe ich nicht mehr alles... Oh, muss ich wieder alles einsammeln? Ah. Dumm. Dann mache ich das jetzt erstmal nicht. Ich hoffe einfach mal, dass die zwei Medipacks, die ich da habe, reichen werden. Irgendwo ist noch ein dritter. Ich sammle jetzt einfach mal nur noch die Munition hier ein und bete, hoffe, dass alles so gut gehen wird. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Okay, komm, runter. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Habe ich jetzt Probleme. Meine Güte, wieder zweimal. Ich hatte den Plasma-Cutter nicht gedreht, was sich dann zum Problem rausgestellt hat. Als ich ihn dann nämlich die Beine abhacken wollte, gab es ein kleines Problem. Ich weiß gar nicht, wie viele Twitcher hier sind. Aber so viele sind es gar nicht. Testzündung des Shuttle-Antriebs. So, ich mach's mal so. Jetzt kommt noch irgendwo ein Twitcher. Jetzt lauft die wie die Hölle. Jetzt. Es sind noch mehr Twitcher hier. Da zum Beispiel ist einer. Schnell nachladen. Ich weiß nämlich nicht genau. Oh, da ist noch. Da ist noch einer. Da ist. Was ist das? Noch ein Twitcher? Komm schon. Oh meine Güte, noch einer. Um die Twitcher mache ich mir jetzt am meisten Sorgen, ehrlich gesagt. War jetzt das der... unser regenerativer Heinz, oder wer war das? Ich muss jetzt genau aufpassen, wo der jetzt nämlich ist. Oh, du bist genau richtig. Komm her. Du könntest nicht besser kommen. Komm her. Jetzt müssen wir dich erstmal... Und jetzt zünden. Rein und zünden. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Und das war's jetzt mit dir. Das ist die einzige Möglichkeit, den wirklich, ja, wegzukriegen. Und da kommt jetzt Dr. Kine. Jetzt auf einmal. Schon erstaunlich. Ich mache hier gerade einen richtig heftigen Kampf und der kommt ganz, ganz locker, flockig daher. Es funktioniert? Ja, es wird funktionieren. Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. Das Shuttle muss vor dem Start entsichert werden. Da, die Kontrollplattform. Sie müssen die Abdockung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Das wird uns wieder ganz machen. Beeilen Sie sich! Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Na,
Kann ich schon? Ja, jetzt geht er rein. Man kann es auch nicht verhindern, egal ob man das möchte oder nicht, ne? Shuttle-Sicherung gelöst. Völlig losgelöst. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia, bald werden wir ihn nach Hause bringen. Gut, jetzt kann ich auch wieder hier erstmal alles einsammeln. Keine Ahnung, ob Kyle verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Nicht was vorher. Ah, war da noch was? Hier ist mal das ganze Gefecht. Ich weiß gar nicht, wie viele Twitcher waren das jetzt? 4? 5? Es war einfach eine Menge. Ich mache mich jetzt erstmal auf. Wie viel Platz habe ich noch? Ich dachte, ich hätte noch was gehört, ey. Na, das ist nur ganz normal. Das sind die ganz normalen. Ich hoffe, das ist wirklich nur das ganz normalen Geräusche. Ich weiß nämlich nicht, woher das kommt. Und es macht mich so ein. Na, nicht direkt nervös, aber. Man möchte ja nicht mehr noch irgendwas anderem begegnen. Ja. Jemand hat die ganzen Nekromorphe aufgeräumt. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten. Den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Nein, danke. Ja, wenigstens muss ich mich nicht jetzt selber um ihn kümmern. Ja, doch. Leider muss ich mich tatsächlich noch selber um ihn kümmern. Aber meine Munition sollte dafür ausreichen. So, jetzt erstmal von ihm ab hier. Ah, der ist tot. Gut. Und im Grunde genommen war es jetzt auch mit dem Level. Ich werde wieder das Übliche machen. Mich wieder ein bisschen leichter machen. Entladen. Na, warte. So. Das verkaufen wir jetzt erstmal. Stase lasse ich manchmal drinne. Das kann ich verkaufen. Das brauche ich nämlich nicht. Oh ja, Brennstoff. Packe ich auch erstmal rein. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da oben jetzt gelassen habe. Ich glaube, ich habe noch was vergessen, oder? Ha? Ja, ich überlege gerade. Ey, da ist ja so mein. An der linken Brust, da habe ich noch nie gesehen, so ein. Ausweis, ID-Card. Ach, ist jetzt auch egal, also ich lasse das jetzt erstmal sein. Ich rüste mich jetzt nur auf, was ich jetzt wahrscheinlich für den nächsten Level erstmal noch brauchen werde. Ich weiß nicht, wo der Shop ist. Ich glaube, der ist ganz am Anfang. Ich nehme erstmal einfach noch ein paar Plasma-Energien mit. Ich habe nur noch ein paar. Okay, dann kaufen wir uns noch ein bisschen was. Nee, Laserkanone. Na, Plasma-Energie. Ach, gehen wir mal bis 400.000. Einen können wir noch. Wunderbar. Ja. Zwei können wir wieder, glaube ich, da lassen. Und lassen es mal gut sein. Es könnte sogar sein, dass ich da einen Rubin-Halbleiter da gelassen habe. Oder? Oder ich glaube, das war nur so eine Munitionsart. Ich glaube, von der. Ja. Die Dead Space Variante einer Shotgun. Aber ich lasse das jetzt mal sein. Ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt hin und beende damit dieses Kapitel und sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder, wenn wir den Marker holen. Also bis dann.